Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier auf meinem YouTube-Kanal oder in meinem Podcast eingeschaltet haben solltest, fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Hier in dem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal schauen wir über den Tellerrand der Gesundheit. Und ich interviewe Gäste und Experten, um dir Tools, Erfahrungen und Impressionen an die Hand zu geben, um noch mehr über Gesundheit, Performance und Happiness zu erfahren. Heute in der Episode geht es um deinen Eisenhaushalt. Wie du deinen Eisenhaushalt optimierst und warum Eisen so wichtig für dich ist. Über dieses Thema spreche ich mit Daniel Reheis. Daniel ist unter anderem Physiotherapeut, KPNI-Therapeut, Gründer von der Firma Artgerecht, Autodidakt in der Kombinationsmedizin und Autor des Wirkkochbuchs und werde wieder ein Mensch. Und das Thema Eisen begegnet mir auch immer mal wieder bei Coachings oder im Bereich Gesundheitsvorträgen. Vorwiegend bei Frauen. Natürlich können wir uns das erklären aufgrund der monatlichen Menstruation und Co. Aber Eisen hat auch einen wahnsinnig großen Effekt auf dein Immunsystem. Und ich spreche mit Daniel unter anderem über die Eisenaufnahme. Wo ist der Unterschied zwischen Hemmeisen, also dem Eisen aus dem Fleisch oder dem pflanzlichen Eisen? Wir sprechen über Lactoferrin und welche Wirkung das auf Bakterien und Viren hat. Warum es Sinn macht, zum Beispiel Lactoferrin auch in seinem Mundraum anzuwenden, wenn es um das Thema Parodontitis geht. Du findest alle Informationen über das Thema und noch mehr zu der Arbeit von Daniel in den Shownotes und in der Videobox. Aber auch unter www.functional-basics.de/Daniel-Reheis. Wenn dich das Thema Gesundheit, Selbstbestimmtheit, die Entfaltung deines Potenzials, mehr Happiness und Performance interessieren, dann schau gerne weiter auf meiner Homepage und in den Shownotes. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de biete ich dir exklusive Webinare, Seminare und Online-Kurse, wo ich dich Step by Step mit an die Hand nehme, um deine Basis für mehr Gesundheit zu kreieren. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Wenn es dir gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren und meine Podcast-Folge bei iTunes bewerben und bewerten. Du hast kein iTunes, kein Problem. Einfach einen Screenshot machen und bei Instagram zum Beispiel in der Story hochladen und mich verlinken mit @functional.basics. Und nutze gerne auch meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis gleich nach dem Intro. Dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich habe heute wahnsinnig wichtiges und spannendes Thema und habe mir dazu Daniel Reheis eingeladen. Grüß dich, Daniel. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Carsten. Wir wollen heute über Eisen sprechen, wie du deinen Eisenhaushalt optimierst und warum Eisen so wichtig für deinen Körper ist. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, ich habe dich im Vorfeld im Intro schon mal ein bisschen angeteasert. Das reicht natürlich den Zuschauern und Zuhörern nicht. Kannst du dich kurz in eigenen Worten für die Zuschauer einmal vorstellen? Gab es Schlüsselmomente, die dich zu dem gemacht haben, was du aktuell tust?
und was machst du eigentlich? Ja, es gab während meiner Physiotherapie-Ausbildung, die meine Basis bildet, hatte ich das Werk Angewandte Physiologie von Franz Vandenberg in den Händen und dort auch einen Artikel von Leo Poingu, und der dann ganz im biochemisch grauenhaften Detail erklärt hat, eine gerissene Patellasehne geheilt hat mit Ernährung, Bewegung und allem kombiniert, und dann wusste ich, das will ich machen. Und seitdem, jetzt auch schon weit über 10 Jahre her, beschäftige ich mich mit Kombinationstherapie, also in vielen Bereichen autodidaktisch, denn dazu gibt es nie wirklich eine Ausbildung außer die PNI. Aber sonst lese ich extrem viel kontinuierlich und denke, dass ich auch einige Konzepte und Heilungsprotokolle selber entwickelt habe. Und ein besonderes, eine Leidenschaft von mir und eine Faszination ist ein Molekül namens Lactoferrin, das so den Hauptteil meines Gehirns und meiner Arbeit einnimmt. Wann bist du denn das erste Mal auf Lactoferrin gestoßen? Weil das bist du ja dem einen oder anderen sicherlich jetzt, Lactoferrin. Vielleicht kann man sich noch ableiten, wir werden ja über das Thema sprechen. Aber wie bist du denn zu dem Thema und zu dem Molekül Lactoferrin gekommen? Ja, als ich das erste Buch geschrieben habe, zusammen mit Leo Poingbaum, haben wir uns viel über das Mikrobiom unterhalten, und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, denkst du schon, dass wir zu Lebzeiten noch herausfinden, wie 30.000 verschiedene Arten untereinander, miteinander wirken, weil ich will eigentlich nicht irgendeinen tollen probiotischen Keim entdecken, und 20 Jahre später kommen wir drauf, der war doch nicht so toll, und das ist einfach so eine komplexe Materie. Und dann sind wir über Lactoferrin gestolpert, und dann habe ich eine Studie gesehen, die gezeigt hat, dass Lactoferrin selektiv Bakterien töten kann. Also das ist ein Immunprotein des eigenen Immunsystems, und mit Homo sapiens hat es über die ganze Evolution gelernt, wer ist potenziell feindlich und wer nicht. Und probiotische Keime, wie wir sie bezeichnen, wie Bifidobakterien und Lactobacillen, sind im Umfeld von Lactoferrin gewachsen und potenziell böse, wurden entsprechend reduziert. Und dann wusste ich, oha, da haben wir ein Molekül gefunden, das viel schlauer ist, als wir es wahrscheinlich noch zu Lebzeiten sein werden. Und dann hab ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, von der Herstellung bis hin zu fertigen Produkten und allem Möglichen. Lactoferrin, sagst du, also es hat was mit dem Immunsystem zu tun. Und wenn man unsere Evolution betrachtet, was macht denn Lactoferrin im Körper? Können wir kurz Begrifflichkeit, da steckt ja einmal Lacto drin, irgendwas mit Milch und Ferrin, Eisen. Es geht ja um das Eisen. Ja, das Lacto kommt daher, weil die größten Mengen finden wir in Muttermilch. Also eine Mutter, faktisch jedes Säugetier, gibt an das Baby sehr große Mengen an Lactoferrin, um es zu beschützen. Also das Immunsystem von einem Säugling ist ja noch nicht ausgereift. Und darum gibt Mama an den Nachwuchs ein Molekül, das alles ein bisschen kann. Ich bezeichne Lactoferrin manchmal als den ältesten Beschützer von Lebewesen überhaupt. Das Ding gibt es seit 16 Millionen Jahren. Und es ist in erster Linie eine First-Line-Defense. Also es ist eine erste Schutzbarriere, die verhindern soll, dass Bakterien oder auch Viren, nicht? Jetzt aus aktuellem Anlass wäre Lactoferrin dazu da, Coronaviren am Anfang ein bisschen zu hemmen, sodass sie sich nicht zu schnell ausbreiten und der Körper Zeit hat, selbst dagegen Antikörper zu finden, dass sozusagen die spezifische, erlernte Immunantwort funktionieren kann. Und darum hat Lactoferrin uralte Mechanismen gegen Bakterien, gegen Viren, gegen die es auch keine Resistenzen gibt. Mhm. Und Ferrin, also Lacto, wie gesagt, wegen Muttermilch, und Ferrin deshalb, weil es auch Eisen binden kann und auch wieder freilassen kann. Also eigentlich ursprünglich gehört Lactoferrin zur Gruppe der Transferine, also Substanzen, die Eisen transportieren können. Mhm. Ist Lactoferrin was Menschliches?
Oder hat man das zum Beispiel auch beim Eichhörnchen oder bei einem Nashorn, bei allen Säugetieren? Ja, bei allen Säugetieren. Wie gesagt, das ist uralt. Das menschliche, es hat jedes Säugetier ein ganz spezifisches Lactoferrin. Nur sind die meisten sich so ähnlich, wie zum Beispiel das menschliche und das bovine von der Kuh, dass beide dies verwenden können. Also Kuh-Lactoferrin kann auch am menschlichen Rezeptor andocken, weil es gleich genug ist. Es ist fast identisch. Wir wollen ja uns über das Thema Eisenhaushalt und wie wir den Eisenhaushalt optimieren sprechen. Und da hast du ja eine Präsentation vorbereitet, wo wir auch für die Zuschauer das, weil doch vielleicht der ein oder andere Begriff fällt, der mit einem Bild besser erklärbar ist. Weil du den Podcast jetzt hörst, weiche vielleicht aufs Video aus. Wir versuchen, die Folien so zu erklären, dass du es auch auditiv verstehst. Eisen hat sehr, sehr viele Aufgaben im Eisen, im Körper. Grundsätzlich ist es einer der limitierenden Faktoren für Zellteilung. Also immer, wenn sich etwas erneuern muss, ich kenne das Eisen vor allem vom Sauerstofftransport im Blut. Also Eisen ist wichtig, dass unsere roten Blutkörperchen Sauerstoff transportieren können. Aber daneben ist es wirklich absolut limitierend für die Erneuerung von Zellen und das sich teilen. Was auch dazu führt, dass sich sehr schnell teilende Zellen, wie zum Beispiel Tumorzellen, aber auch infizierte Zellen von Bakterien zum Beispiel, die sind auf Eisen angewiesen. Und Lactoferrin ist ein Eisenregulator, ist ein Transferrin und kann Eisen eben aufnehmen und abgeben. Und dadurch hat Lactoferrin und Eisen eine ganz spezielle Heirat miteinander. Das ist quasi so ein bisschen wie die Balance, also dass Lactoferrin die Balance im Körper von Eisen zu wenig, Eisen zu viel erhalten kann? Ja, genau. Also das ist eigentlich eine der Grundaufgaben von Lactoferrin, den Eisenhaushalt zu regulieren. Und wenn wir uns die Eisenmangelsymptome anschauen, dann sind die sehr vielfältig. Und die Daten zu Eisenmangel generell weltweit sind sehr alarmierend. Also wir gehen davon aus, dass über 40% aller Kinder Eisenmangelanämie haben. Also da sprechen wir dann schon wirklich von massiven Symptomen, Blässe, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten. Wir gehen von ungefähr 30% aller Frauen aus und beinahe 40% aller schwangeren Frauen. Mhm. Das sind dramatische Zahlen, denn das sind diejenigen, die wirklich dramatischen Eisenmangel haben. Dort sind wir noch nicht bei dem, was wir optimalen Eisenhaushalt nennen. Also im Groben kann man davon ausgehen, dass 80-90% der Frauen keine optimalen Eisenwerte haben, vielleicht auch mehr, und dass ein Großteil der Bevölkerung, das betrifft auch Männer, nicht optimale Eisenwerte haben. Hast du eine Idee? Also bei den Frauen wird ja oft argumentiert, okay, durch die monatliche Regelblutung aufgrund des Blutverlustes ist hier die Eisenaufnahme oder dass das Eisen rausgeschwemmt wird aufgrund des Blutverlustes, erklärbar. Gibt es da noch andere Ansätze, warum es zum Eisenmangel so häufig kommt? Das ist sicher ein Hauptgrund. Man hat auch festgestellt, dass Frauen die Transporter, die notwendig sind, um Eisen in den Körper zu leiten, dass die oft nicht ausreichend angelegt sind. Mehr bei Frauen als wie bei Männern. Das kommt nochmal zusätzlich erschwerend hinzu. Wenn wir uns zum Beispiel das im Leistungssport ansehen, dann sehen wir, dass je nach Trainingsintensität über die Saison die Ferritinwerte, also das Speichereisen, sinkt. Das ist auch für Sportler interessant, dass je heftiger und je mehr trainiert wird, das hat immer auch mit Eisenverbrauch zu tun. Du hast die einzelnen Sportarten. Wo messe ich denn Eisen, wenn es um Speichereisen geht? Das kommt
in der nächsten Folge, wir können es kurz einmal vorgreifen. Man muss im Prinzip immer drei Sachen messen. Man muss das Speichereisen messen, das sogenannte Ferritineisen. Dann muss man das Transporteisen messen, das sozusagen auf dem Weg ist, wobei das immer nur sehr wenig ist. Und dann muss man wirklich auch das Bluteisen messen, beziehungsweise der, was eigentlich gemessen wird, ist der Zustand der roten Blutkörperchen. Wie farbig sind die, wie intensiv rot und wie groß? Und dieses Verhältnis gibt dann an, wie es unseren roten Blutkörperchen geht. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Also wenn wir Eisen substituieren, dann wollen wir am Ende, dann ist das nur erfolgreich, wenn das auch entsprechend in den roten Blutkörperchen ankommt. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass auch wenn, selbst wenn Eisen resorbiert wird, dass es dort ankommt oder das tut, was es soll. Und wenn ich das wirklich messen möchte, genau, dann habe ich ein bisschen ein Problem. Da muss ich mich sehr gut auskennen. Also Eisen wird von Entzündung beispielsweise beeinflusst, ganz massiv. Das heißt, eine Immunreaktion und Eisen geht immer zusammen. Jetzt haben wir aber ständig irgendwelche Immunreaktionen auf Essen oder das kann auch nur psychoemotionaler Stress sein auf der Arbeit. Und um auszuschließen, dass es solche kurzfristigen Beeinträchtigungen des Eisenhaushalts sind, muss ich auch noch zusätzliche Parameter messen und das mehrmals. Und das wäre sehr teuer und aufwendig und ich habe noch fast niemanden getroffen, der wirklich genau verstanden hat, wie diese Parameter zueinander in Relation zu setzen sind. Das heißt, wir haben mehrere Probleme, wenn es um Eisenhaushalt geht. Das erste ist mal die Labordiagnostik ist komplex. Das ist mal das erste Problem und da kommen wir nachher dazu. Die Supplementierung von Eisen ist die schwierigste überhaupt, da Eisen recht reaktionsfreundlich ist. Ja. Wie man es vom Rosten kennt. Eisen reagiert sehr stark. Mhm. Ja, und hier sehen wir nochmal die ganzen vereinzelten Sportarten. Das sind Damen von Distance Running und Judo, Basketball und Volleyball. Und man sieht schon, das Schwarze, das Deficiency Anemia, das ist schon wirklich ganz massiver Eisenmangel, betrifft 30-40% der Frauen und die restlichen verbleibenden 60-70% sieht es auch wirklich nicht gut aus. Das heißt, man kann fast von einem durchgängigen Eisenmangel im Profisport, vor allem bei den Damen, ausgehen. Und bei den Herren ist es schon besser, aber auch nicht viel. Jetzt hast du ja die Studie bezüglich Frauen. Ich hatte ja gefragt, okay, die Frauen haben wahrscheinlich, im Leistungssport ist es ja nicht unhäufig, dass dort ein Verlust der Regelblutung zustande kommt. Hast du da Vergleiche mit Männern? Warum ist es bei Sport so, dass mehr Eisen verbraucht wird? Liegt es jetzt darum, aufgrund dessen, dass wir mehr atmen oder wo sind die Erklärungen dafür? Gut, generell ein erhöhter Stoffwechsel führt zu vermehrter Ausscheidung und Verbrauch von Eisen. Die Benutzung der roten Blutkörperchen, die werden zwar recycelt, aber das funktioniert nie vollständig. Das heißt, je mehr ich intensiv atme und mich bewege, umso höher ist auch der Eisenverlust. Also da spielen auch ein paar andere Faktoren eine Rolle, aber vereinfacht kann man das so sagen. Mhm. Ja, und wie gesagt, das Problem nach der Labordiagnostik ist, dass Eisen, wenn man substituiert und da hat fast jemand irgendwo jemanden in der Familie, der schon mal Eisen nehmen wollte oder sollte und massiv darunter gelitten hat. Also ich zeige da oft gern dieses Bild. Das ist eine Studie, die gemacht wurde, die den Weg des Eisens genau untersucht hat. Und was passiert, wenn Körper, also wenn freies Eisen von Eisensupplementen in den Körper kommt? Primär als erstes wird eine Dysbakterie gefördert. Also eigentlich ist es ein Füttern von potenziell gefährlichen Bakterien, die ja
für ihre aggressive Vermehrung Eisen brauchen. Das heißt, ich habe mal im Darm nur freies Eisen, das mal zu einer Dysbiose führt. Daneben kommt es eigentlich sofort zur Bildung von freien Radikalen und zur Schädigung der Epithelwand. Das heißt, die Epithelzellen nehmen teilweise massiven Schaden und nur ein kleiner Teil wird tatsächlich resorbiert. Und selbst der Teil, der resorbiert wird, führt auf der Körperinnenseite, wenn ich jetzt den Darmkanal jetzt noch als Außenseite bezeichne, zu einer Entzündung. Das heißt, Eisen ist in einem primären Schritt proinflammatorisch entzündungsauslösend. Und da beißt sich die Katze ein wenig in den Schwanz, weil der Körper hat einen uralten Mechanismus, der immer in Gang gesetzt wird bei Entzündung. Das ist die Verbindung zwischen Immunsystem und Eisen. Wenn das Immunsystem aktiviert wird, das heißt eine Entzündung ausgelöst wird, dann verriegelt der Körper die Eisenkanäle, sowohl für die Aufnahme als auch für die Umverteilung. Warum? Weil er evolutionär davon ausgeht, dass es sich um Bakterien handelt. Das heißt, bei entsprechenden Entzündungsparametern sagt der Körper, oh, das könnte ein Bakterium sein, lassen wir mal das Eisen intrazellulär, um die nicht zu füttern. Mhm. Und das Problem ist, wir haben in unserer Gesellschaft ohnehin hunderte an entzündungsauslösenden Faktoren täglich. Lärm, Stress, falsche Nahrung. Und all das führt zur verminderten Aufnahme und Umverteilung von Eisen. Kaffee übrigens auch. Kaffee ist einer der potentesten Eisenaufnahmehemmer. Unsere Gesellschaft ist eigentlich eine sehr eisenfeindliche. Alles, was wir tun, führt eigentlich dazu, dass Eisen nicht richtig umverteilt wird und aufgenommen wird. Und wenn ich dann Eisen supplementiere, dann verschärfe ich eigentlich die Situation nochmal, weil ich Entzündung nochmal zusätzlich fördere. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, kenne ich sogar aus der eigenen Familie. Frau geht zur Blutspende, bekommt dort bescheinigt, oh, ihr Eisenwert ist sehr gering, sie können nicht zur Blutspende zugelassen werden, holen sich mal Eisentabletten. Da kann ich ja dann ins Kaufland gehen oder woanders hin und hole mir dann Brausetabletten von Eisen, haue mir die hinter und im schlimmsten Falle tue ich damit meinem Mikrobiom, meinem Darm keinen Gefallen. Habe ich das jetzt richtig interpretiert? Ja, also ich supplementiere selber recht regelmäßig und sehr viel. Ich habe aber noch nie freies Eisen eingenommen. Mhm. Wenn man sich wissenschaftlich genau damit beschäftigt hat, bekommt man von freiem Eisen Angst. Weil man weiß auch nie genau, was man damit füttert. Ich will da nicht irgendwie zu sehr Angst machen, aber es ist im harmlosen Fall ist es Nahrung für potenzielle schädigende Darmbakterien. Ich löse dann eine Dysbiose aus. Aber ich kann damit auch entartete Zellen, sprich Tumorzellen, füttern. Aber wo ist denn freies Eisen drin? Also es sind ja jetzt wenige Leute, die wahrscheinlich an rostigen Nägeln lecken. Ja. Ja, grundsätzlich, ich zeige das vielleicht im Bild. Also grundsätzlich gibt es mehrere Formen von Eisen. Das, was am besten bekannt ist, ist das Hämeisen aus Blut von anderen Tieren. Das heißt, wenn ich Fleisch esse, ist ja in deren roten Blutkörperchen, deren Blut ist ja Eisen vorhanden. Und dieses Hämeisen, das hier dargestellt, ist in einem Art Knäuel eingebunden. Also Eisen in der Natur, auch Ferritineisen in Pflanzen, ist in einem Knäuel drinnen, dass das eben nicht reagieren kann und transportiert werden kann. Das Problem ist, dass Hämeisen aus Fleisch braucht einen ganz spezifischen Transporter, um aufgenommen werden zu können. Das ist ein anderer Transporter wie beispielsweise bei pflanzlichem Eisen. Und manche Menschen haben da nicht ausreichend angelegt. Das heißt, bei vielen Menschen funktioniert mehr Fleischessen für den Eisenhaushalt nicht und viele wollen es auch nicht, wegen Massentierhaltung und weil es auch gut. Also
Fleisch, was man heutzutage kaufen kann, einen Großteil, kann man wirklich nicht mehr als gesund bezeichnen. Und dasselbe ist beim pflanzlichen Eisen. Pflanzen enthalten deutlich weniger Eisen und auch die Resorption ist dort nicht so gut. Aber zumindest kommt es nicht zur Reaktion. Was wir in Supplementen machen, wir haben dort freies, zweiwertiges und dreiwertiges Eisen. Die versuchen das teilweise noch so mikro zu verkapseln, dass die ganze Kaskade nicht schon im Magen losgeht und den Leuten richtig übel wird und die sich übergeben müssen. Aber die Nebenwirkungen der Eisentherapie mit freiem Eisen, freiem zweiwertigen und dreiwertigen Eisen ist massiv. Wir sehen, was es auslöst und das merken die Leute auch. Mhm. Also das Problem ist auch, dass wie beim Hemmeisen und beim Ferritineisen das freie dreiwertige und zweiwertige Eisen brauchen auch Vitamin C und auch eigene Transporter, um das zu transportieren. Und das funktioniert auch nur sporadisch. Also die Aufnahme ist recht gering, die Nebenwirkungen sehr groß. Und das ist dieses Yin-Yang von Eisen. Wir brauchen es auf der einen Seite für alle möglichen Funktionen, aber es ist auch gefährlich. Das ist ganz anders wie zum Beispiel bei Vitamin C, was reguliert ist. Das brauchen wir auch. Und davon kann ich 30 Gramm mir in die Blutbahn spritzen und es passiert gar nichts oder ist sogar gesund. Das könnte ich bei Eisen niemals machen. Mhm. Also Eisen ist darum, denke ich, von den Elementen an sich ist es wirklich am schwierigsten zu supplementieren. Darf ich ganz kurz zurückgehen nochmal zum Fleischverzehr und dem Hemmeisen? Du hast gesagt, es gibt Enzyme, die bei manchen mehr vorhanden sind oder bei manchen weniger vorhanden sind. Die weniger vorhanden haben dann quasi mit der Aufnahme von dem Hemmeisen Probleme. Nein, das ist kein Enzym, das ist ein Transporter. Das ist ein Transporter in den Zellen und wenn der ausreichend vorhanden ist und funktioniert, dann kann man das besser aufnehmen und das haben Männer eher als Frauen. Also Männer sind anscheinend eher gemacht, um Fleisch zu essen und auch entsprechend die Inhalte aufzunehmen als Frauen. Und das verstärkt natürlich die Eisenproblematik bei Frauen zusätzlich. Kriegt man das irgendwie raus, ob ich den Transporter habe? Also ich habe einen damals 2 Gentests bei mir gemacht, um mein Genom zu entschlüsseln. Ist dir da was bekannt, wo ich rauslesen kann, ob ich einen guten Transporter habe oder ausreichend? Genau der Test ist mir jetzt nicht bekannt, aber es gibt Untersuchungen zu den sogenannten Non-Responders. Also ungefähr 30-40% der Menschen reagieren gar nicht auf die Eisentherapie. Das heißt, denen gibt man Eisen oral und es passiert nichts. Es verbessert sich weder Ferritinwert noch sonst irgendwas. Und die sind dann wirklich angewiesen, das Ganze intravenös zu machen. Und intravenös bekommen die dann was für ein Eisen? Ebenfalls das Gleiche. Zweiwertiges und dreiwertiges Eisen. Okay. Das ist dann, das funktioniert dann sicher, weil es ist dann schon im Körper. Und da gibt es jetzt keine großen Studien, aber ich hätte persönlich Angst davor, weil ich habe mich mit Bakterien sehr genau beschäftigt, da kommt eigentlich meine Eisenexpertise her, weil ich mich vor allem mit Mikroben und Antibiotikaresistenz beschäftige und da ist Eisen ein Schlüsselelement und ich würde mir kein freies Eisen in Körper spritzen lassen. Ich hätte wirklich großen Respekt davor. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt keine wirklich großen, gut gemachten Untersuchungen, die orale Eisensubstitution mit intravenöser, mit natürlicher, wie das alles mal gegeneinander stellt in einer wirklich großen In-vivo-Untersuchung. Gibt es nicht. Man muss nur die einzelnen logischen Elemente zusammenfügen und dann. Ich würde gerne ganz kurz für die Zuhörer, ja, wir schauen quasi gerade auf eine Folie. Kannst du die Folie nochmal etwas genauer
Die Inhalte hast du schon teilweise erklärt, aber wir haben ja... Also hier links, wir sehen die unterschiedlichen Formen von Eisen, die wir aufnehmen können. Und hier sehen wir eine Darmepithelzelle, die mal für die Resorption verantwortlich ist. Und unterschiedliche Formen von Eisen haben unterschiedliche Rezeptoren, mit denen sie aufgenommen werden. Und schon bei der Resorption, also nehmen wir mal an, das funktioniert ganz gut. Wir können einiges von dem Eisen aufnehmen und es verbleibt nicht so viel im Darmtrakt. Dann haben wir intrazellulär das nächste Problem mitunter. Sammelt sich zu viel Eisen an einem Ort, also sprich auch innerhalb einer Zelle an, haben wir die sogenannte Fenton-Reaktion. Es bilden sich freie Radikale und diese freie Radikale zerstören die Zelle. Das kennen wir in einer Extremform von der Hämochromatose. Dort sammelt sich das Eisen dann intrazellulär in der Leber an und macht Leberzellen kaputt. Mhm. Und das passiert im Kleinen oft auch, wenn wir Eisen supplementieren, dass selbst wenn es aufgenommen wird, dass es dann zum Absterben von Zellen führt, weil einfach zu viel Eisen vorhanden ist und dies dann zu einer Reaktion führt. Und was wir hier oben noch sehen, ist in der Mitte, sehen wir eine Substanz namens Hepsidin. Wir haben sie hier dargestellt wie eine Klammer, die sich über den Rezeptor legt. Also das heißt, es blockiert die Aufnahme. Und dieses Hepsidin wird produziert von entzündungsauslösenden Faktoren. Das heißt, je mehr Entzündung, umso mehr Hepsidin. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es Mechanismen im Körper gibt, dass sobald Entzündungsfaktoren ausgeschüttet werden, die Eisenumverteilung gehemmt wird. Das heißt, der Körper legt wie eine Klammer auf die Aufnahme oder die Umverteilung. Das heißt, das Eisen bleibt intrazellulär und wird auch nicht weiter aufgenommen. Und das ist das nächste Problem von Eisensubstituierung. Eisen, wenn ich substituiere, dann löst es eine Entzündung aus und führt dazu, dass weniger Eisen aufgenommen wird, beziehungsweise es intrazellulär bleibt. Und dann führt es mitunter zum Absterben von Zellen. Das ist. Ja, in der Kapenie gibt es ja im Grunde immer einen evolutionären Hintergrund. Ich erinnere mich an die Aussagen, ja, warum macht denn der Körper das? Beispiel Insulinresistenz, Leptinresistenz, weil er es kann. Und es wahrscheinlich eine sehr eine Bewandtnis mal hatte. Warum legt der Körper die Klammern da drauf bei einer Entzündung? Kannst du das nochmal, auch wenn du es am Anfang schon mal erwähnt hast, sodass das für die Zuschauer und Zuhörer so wichtig ist zu verstehen, dass Entzündungen ein großes, großes Thema, gerade das Thema Silent Inflammation, stille Entzündungen, die wir jetzt nicht in Form von einer Krankheit bescheinigt bekommen, dass die was mit dem Eisen zu tun haben. Ja, in der Evolution hatten wir nie massiven Eisenmangel, weil wir nicht Low-Grade Inflammation hatten. Wir hatten keine chronischen Stressfaktoren. Wir haben nicht ständig Kaffee getrunken und andere eisenhemmende Faktoren. Und was für den Körper in der Evolution wirklich gefährlich war, waren zum Beispiel Erreger wie Bakterien. Und Bakterien wie auch Viren infiltrieren körpereigene Zellen und die brauchen Eisen, um sich rasant vermehren zu können. Also Eisen ist der limitierende Faktor für uns gefährliche Mikroben. Und das heißt, immer wenn das Immunsystem gegen etwas reagiert, dann versucht der Körper, kein Eisen in die Zirkulation zu entlassen, dort, wo sich die Mikroben bewegen. Das heißt, der Körper versteht, oha, mein Militär ist in Aktion. Ich verschließe jetzt alles mal, was der Feind nützen könnte. Und das ist in dem Fall Eisen. Das lasse ich jetzt mal innerhalb der Zelle und es darf auch keines zusätzlich mehr rein. Ist ein Schutz vor Mikroben. Darum lässt der Körper Eisen oft innerhalb von Zellen. Und Studien haben auch gezeigt, auch gerade im Zusammenhang mit Lactoferrin, dass Eisen nicht mal so ein absolutes Mangelproblem ist, sondern mehr ein Umverteilungsproblem. Mhm.
Weil wir permanent mit irgendwelchen Stressfaktoren konfrontiert sind und das stört die Eisenumverteilung massiv. Also wir haben jetzt quasi nicht nur die Aufnahme, weil es wird ja dann gern mal auch den Damen gesagt, nein, essen Sie mal ein Stück rotes Fleisch. Vielleicht bei dem einen oder anderen vegetarischen Veganer auch ein größeres Thema, aber du hast auf der Folie auch stehen, ne? Lifestyle, Infektionen und Stress. Und Stress kann halt vom Glaubenssatz bis hin zu der Kollege oder der Schimmelpilz in der Wand sein. Also Stress ist ja so universal, von stressverstärkenden Gedanken bis sonst da wo. Also ich sage das den Leuten auch immer, hey, geh deinem Stressor, was piepst dich wirklich an? Und da auf die Spur zu gehen. Wir sind ja Kompensationsmonster in irgendeiner Form. Ja, Stress spielt immer ein Problem. Nur oft ist es so, wenn ich den Leuten sage, ja, der Stress ist das Ding, sagen die, ja, aber ich... Wer hat keinen Stress? Ich entkomme dem jetzt mal nicht. Aber bei allen diesen schlechten Nachrichten, also manche Leute sehen sich vielleicht jetzt in einer auswegslosen Eisensituation. Ich würde den Teufel ja nicht so an die Wand malen, wenn es natürlich nicht auch eine Lösung gäbe. Ja. Okay. Also ich finde die Folie für diejenigen, die das nur zuhören jetzt im Podcast, als Empfehlung, schaut euch das Video an, dass ihr auch die Eisenarten nochmal im Überblick bekommt. Ist es ein Unterschied zwischen pflanzliches Ferritineisen und Lactoferrin bzw. Hemmeisen? Weil du hast es jetzt zwar aufgezählt, aber gibt es da eine unterschiedliche Bioverfügbarkeit? Ja, am besten bioverfügbar in der Regel ist Hemmeisen aus Fleisch. Aber bei Hemmeisen gibt es große Unterschiede in der Resorption. Das heißt, Frauen viel schlechter als Männer oder teilweise Leute können das gar nicht. Und was man festgestellt hat, interessanterweise bei pflanzlichen Eisen, zum Beispiel, da gibt es Extrakte aus Curryblättern, dass das auch nicht gut aufgenommen wird, aber zumindest recht einheitlich. Das heißt, sowohl Männer wie Frauen können Eisen, also pflanzliches Ferritineisen, nicht gut aufnehmen, aber doch immer ein bisschen. Mhm. Und das ist schon mal gut, weil dann gibt es schon mal keine kompletten Non-Responder mehr. Und es ist dann am Ende auch nicht so viel Eisen notwendig, wenn ich es umverteilen kann. Und da kommt Lactoferrin ins Spiel. Denn Lactoferrin ist ein Transferrin, das, vielleicht zeige ich das auch mal vom Molekül her, so sieht das aus. Also wenn man es ein bisschen nach links dreht, ist es wie ein Schmetterling. Und hier oben hat es zum Beispiel Teile, wo es Bakterien abwehren kann. Hier hat es antivirale Teile, antifungale Teile. Und hier in der Mitte der beiden Flügel, weiß nicht, sieht man, wenn ich mit meiner Maus herumwackle, hier in der Mitte, wo diese beiden roten Punkte sind, kann Lactoferrin sozusagen wie in den Flügeln vom Schmetterling zwei Eisenatome aufnehmen und durch Aufklappen die auch wieder abgeben. Das heißt, die Flügel können wie aufklappen, dann geht das Eisen rein und es geht wieder rein und raus. Und das macht Lactoferrin zum einzigen Eisentransportvehikel, das wir oral einnehmen können. Mhm. Wenn wir, Lactoferrin wird ja aus Kuhmilch gewonnen, weil es im Körper im menschlichen recht eigen ist und hat leider nicht die ausreichende Menge von 500.000 Liter Milch am Tag vorhanden ist von Menschen. Also muss man das von Kühen nehmen, ein bisschen schwierig, das Menschliche herzustellen. Und dann hat es ungefähr eine Eisensättigung von um die 15-20%. Das heißt, Lactoferrin kann 80% mehr Eisen aufnehmen, als es eigentlich hat. Was manchmal zu der fälschlichen Annahme geführt hat, dass Lactoferrin ein Eisenbinder wäre und damit eher zum Abflachen von Eisenkurven führen kann, dass es eher zu Eisenmangel führt. Das ist nicht der Fall. Also Lactoferrin gibt das Eisen, was es enthält, auch an den Körper ab. Das ist aber recht wenig. Das heißt, wir sprechen hier von Mikrogramm an Eisen. Wenn ich eine normale Tagesdosis von, ich sage jetzt mal, 200 Milligramm Lactoferrin am Tag zu mir nehme, ist das nicht eigentlich keine ausreichende Menge, um Eisenbedarf zu decken. Aber
eben weil die Eisenversorgung weltweit so katastrophal ist und Eisensupplementierungsprogramme gerade in Afrika wirklich nicht greifen, hat sich eine Forschergruppe gedacht, vor allem weil die Dame selber davon betroffen war. Das ist eine Forschergruppe der Sapienza Universität in Rom. Die haben angefangen, bei ihren schwangeren Damen Eisen zu supplementieren und die haben sich gedacht, wenn wir schon ein Transferin haben, supplementieren wir das doch mal, ob das funktionieren könnte. Und die haben schon 2008 festgestellt, dass hier links sieht man die Pregnant Woman Refusing Therapy, also die nichts gemacht haben, die wurden über die Schwangerschaft massiv schlechter, denn eine Schwangerschaft bedeutet mehr Eisenverbrauch, klarerweise, da wächst ein Baby heran. Hier in der Mitte sehen wir die Lactoferrin-Gruppe, da sieht man, alle Parameter wurden deutlich besser. Und hier die Eisensupplementierungsgruppe, die ist nur in etwa gleich geblieben. Das heißt, Lactoferrin war viel mehr in der Lage, viel besser in der Lage, die Eisenwerte zu verbessern, als das Supplement selbst. Und das ist ein bisschen eigenartig, weil, wie gesagt, Lactoferrin nur einige Mikrogramm an Eisen enthält. Aber was man herausgefunden hat, dass Lactoferrin die Aufnahme von Eisen erhöht und Eisen eben umverteilt. Das zeige ich dann nochmal. Aber Eisen kann, der Lactoferrin kann Eisen mitnehmen in die Zelle und wenn dann dort auch zu viel Eisen da ist, würde es dieses binden und im Körper umverteilen. Und hier sieht man auch noch eine Studie, das ist der Grund, warum ich dann von eher wissenschaftlicher Arbeit dann auch in die Produktion von Lactoferrin gegangen bin. Hier spielt die Qualität eine ganz massive Rolle. Also die Gruppe hat gereinigtes, purifiziertes Lactoferrin bekommen. Das heißt, dieser Schmetterling ist nach der Extraktion besetzt von allen möglichen Teilen von Bakterien und Viren von der Kuh. Und wenn es damit besetzt ist, kann es am menschlichen Rezeptor nicht mehr andocken. Klarerweise, wenn da so ein Bakterienteilchen dranhängt, dann kommt es nicht mehr in die menschliche Zelle und kann seine Funktion als Eisenaufräumer nicht mehr vollziehen. Und das hat die Studie gezeigt. Hier sieht man rechts, sieht man nicht purifiziertes Lactoferrin. Hier sieht man 100 Milligramm zweimal täglich. Das ist eine sehr geringe Dosis eigentlich. Über 30 Tage haben die gemacht. Also ein Monat, zweimal 100 Milligramm, eine Stunde vor dem Essen. Und hier sieht man rote Blutkörperchen bei purifiziertem, gereinigtem Lactoferrin massiv erhöht. Hämoglobin deutlich erhöht. Serumeisen massiv erhöht. Serumferritin, der Ferritinwert, am wichtigsten Wert für das Speichereisen, mehr als verdoppelt. Hämatokrit deutlich erhöht. Und das Schöne an Lactoferrin ist, hier sieht man Interleukin 6, ein Entzündungsmarker, der eigentlich bei der Eisensubstituierung hochgeht. Bei Lactoferrin binnen 30 Tagen halbiert. Und das ist es Wunderschöne an Lactoferrin, dass wo die Katze sich in den Schwanz beißt, dass die Eisensupplementierung eigentlich dazu führt, dass Eisen weniger umverteilt wird und aufgenommen wird. Lactoferrin macht genau das Gegenteil. Lactoferrin transportiert selbst Eisen und hemmt Entzündungsfaktoren, wodurch Eisen umverteilt werden kann. Und das erklärt dann auch, warum Lactoferrin, obwohl es selbst kaum Eisen enthält, viel effizienter ist als die Eisensupplementierung. Also wenn sich jemand auskennt mit diesen Werten, in 30 Tagen, in so einer kleinen Dosis, das ist sensationell. Das sind wirklich Top-Werte. Und hier sieht man, dass wenn das Lactoferrin nicht entsprechend die Qualität hatte, dass es fast nichts bewirkt hat. Also wird Lactoferrin quasi eingesetzt, nicht um direkt übers Lactoferrin das Eisen anzuheben im Körper, sondern es begünstigt auch die Aufnahme, wie du gerade sagst, wenn ich das zum Beispiel vorm Essen, weil das hast du gesagt, eine Stunde vorm Essen wurde Lactoferrin supplementiert, die Aufnahme aus den Lebensmitteln. Auch, ja.
Das sind noch nicht alle Wirkmechanismen genau bekannt, aber man sieht, dass die Translokation, dass Lactoferrin Eisen manchmal mitnimmt. Wie gesagt, das ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Der genaue Wirkmechanismus ist noch nicht wirklich beschrieben. Es gibt aber ein paar Theorien, aber... Okay. Ja, und das führt uns nochmal zu dieser Grafik. Also, wie gesagt, Lactoferrin hemmt Interleukin 6, entzündungsauslösender Faktor. Dadurch wird dieses Hepsidin, diese Klammer, die uns vor Bakterien schützen soll, dass die kein Eisen bekommen, die wird dadurch gehemmt. Dadurch kann Eisen besser aufgenommen werden. Und wenn es mal innerhalb der Zelle ist, muss es durch den Ferroportinkanal, also muss es am Ende wieder raus, und das den begünstigt Lactoferrin auch. Also diese wirklich komplette Umverteilung von der Resorption bis in die Zirkulation, bis hin zu den roten Blutkörperchen, das wird von Lactoferrin geleistet. Und ungefähr nach 15 bis 20 Minuten wird Lactoferrin aus der Zirkulation entfernt, dann wird es ein-, um- oder abgebaut, und dann wird das Eisen zum Großteil auch wieder frei und genutzt, was dort gebunden ist. Also Lactoferrin kann das eigentlich kann keinen Eisenmangel auslösen, außer man verwendet Apolactoferrin. Das muss ich noch ein bisschen erklären, denn es gibt mehrere Formen von Lactoferrin auf dem Markt. Wenn es ein natürliches ist, dann hat es ungefähr 15-20% Eisensättigung. Es gibt aber auch Apolactoferrin, und das Apo heißt, dass es ein eisenfreies Lactoferrin ist. Das würde ich für die Eisenregulierung, wenn ich einen Eisenmangel habe, nicht verwenden. Das ist quasi nur Lacto, oder? Also klingt so ein bisschen als... Nur Lacto. Ja, aber es hat schon noch seine eisenbindende Funktion. Das Apo, das eisenfreie Lactoferrin, für das gibt es vor allem ein Einsatzgebiet, und das ist die Hämochromatose. Die kriegen ja das Eisen nicht aus den Zellen raus, und dort kann ich es mit eisenfreien Lactoferrin versuchen. Aber sonst immer Lactoferrin mit natürlichem Eisenwerten nehmen und immer fragen, wurde das Lactoferrin purifiziert, wurde angeheftetes LPS und so weiter das weggenommen. Das ist also alles, was sich am Lactoferrin anheftet, wurde quasi entfernt. Das, was du vorhin meintest, dass da Bakterienreste und Co. mit aufgenommen werden und dann quasi nicht wie das Schlüssel-Schloss-Prinzip in unserem Körper anheften kann, das wird dann quasi im Prozess beseitigt. Genau. Also diese Studie hier von 2018, dass die Physicochemical Properties Influence the Function and Efficiency of Commercial Bovine Lactoferrin, das ist eine offene Studie, die kann man gratis downloaden für diejenigen, die das genau wissen wollen. Dort wird das nochmal genau erklärt. Das hat die Universität in Rom, die haben das selber publiziert, weil die eben, die hatten 525 Frauen, hat das gut funktioniert, und auf einmal hatten die eine Charge, sage ich jetzt mal, von 25 Frauen, wo es auf einmal gar nicht mehr funktioniert hat. Dann haben die gesagt, oh, an was lag das? Dann haben die, wir haben das Lactoferrin gewechselt, und dann haben die gesagt, oh, das muss man eigentlich mal publik machen, dass die Qualität von Lactoferrin eine Rolle spielt. Das ist ein grundsätzliches Problem, dass die meisten Hersteller von Lactoferrin sind Molkereien. Und Molkereien scheren sich nicht sehr um Biotechnologie und Eisenumverteilungsfunktion. Die trocknen das einfach und verkaufen das Pulver. Ob das jetzt wirklich noch aktiv ist oder ob das den Zweck tut, das ist denen eigentlich relativ egal. Bevor wir auf die Qualität zu sprechen kommen, der Körper produziert ja auch selber Lactoferrin. Also ich weiß noch, Lactoferrin befindet sich ja unter anderem auch in der Tränenflüssigkeit, im Speichel, um Bakterien schon mal, ich sag mal, die Eindringung zu verringern. Warum oder wie kann ich denn Lactoferrin im Körper produzieren? Gibt es da bestimmte Mechanismen, die ich aktivieren kann? Ja, also prinzipiell alle Lifestyle-Faktoren haben Auswirkungen auf Lactoferrin, und nicht nur auf Lactoferrin, sondern auf die First-Line-Defense überhaupt. Wenn ich jetzt mal
von Tränenflüssigkeit spreche oder von Speichel, dann ist das vor allem Lactoferrin, Lactoperoxidase und Lysozym. Das sind drei wesentliche Substanzen der Abwehr. Und egal, ob ich Stress habe, zu wenig schlafe, rauchen und so weiter, alle diese Faktoren verringern meine First-Line-Defense. Und dann kriege ich Entzündungen im Mund, dann kriege ich Herpes und Infektionskrankheiten, alles Mögliche. Also da, generell, gesunder Lifestyle hat hier immer Auswirkungen auf die Lactoferrin-Produktion. Und dann auch, das ist auch noch Gegenstand von Untersuchungen, aber es scheint so zu sein, dass kurzer, intensiver Stress auch zu Lactoferrin-Produktion führt, wenn es dann mit einer tatsächlichen physischen Flucht verbunden ist. Und Homo sapiens war ja kein Tier, das ist kein Säugetier, das besonders schnell ist. Also ist fast alles ist schneller als wir. Und darum sind wir immer oft vertikal geflüchtet. Und es gibt eine Theorie, die sagt, okay, wenn wir vertikal geflüchtet sind, mussten wir unsere Arme verwenden. Und Lactoferrin ist sehr gut, um erstmal eindringende Bakterien in Wunden in Schach zu halten, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder in Ruhe nicht am Flüchten bin und mein eigenes Immunsystem wieder Energie bekommt, um das zu regeln. Das heißt, Lactoferrin wurde evolutionär auch eingesetzt, um kurzfristig bei einer Flight-Fight-Reaction, bei einer Stressreaktion, uns mal gegen das Gröbste zu schützen. Mhm. Darum sieht man auch, dass bei intensiver Armbewegung, also wenn ich das stimuliere, die Lactoferrin-Konzentration steigen. Und da ist die Theorie, dass das aus diesem Grund zusammenhängt und die ist auch für mich einleuchtend. Das heißt, intensive Bewegung, vor allem mit Arm, gerade vor Nahrungsaufnahme beispielsweise. Nahrungsaufnahme ist auch immer viel Bakterien und andere potenziell gefährliche Sachen, die wir aufnehmen. Da Lactoferrin zu produzieren, fördert die Verdauung, die Eisenaufnahme, reguliert Entzündung und so weiter und so fort. Das heißt, das ist etwas, was man wirklich aktiv tun kann. Intensive, also bevor man sich dann das Essen aus der Tiefkühltruhe holt, Liegestütze machen. Ja, genau. Also ich habe das tatsächlich mir angewöhnt, vorm Essen Liegestütze oder Klimmzüge zu machen. Weil ich habe das tatsächlich gemerkt, das kann natürlich jetzt subjektiv, kann auch Einbildung sein, aber dass meine Verdauung besser wird, wenn ich mich vorher intensiv und wenn es ein Tabata, 28 Sekunden Liegestütze bis zur maximalen Erschöpfung, vielleicht auch mit einem Airhanger, noch Luft anhalten, habe ich das Gefühl, dass dann im Nachgang mein Stuhl anders ist, als wenn ich gestresst esse. Also gestresst esse in Form von langanhaltender Stress, gerade keine Zeit zu essen. Klar, Kauvermögen und so verändert sich ja dann auch. Aber das ist mein subjektives Empfinden, dass ich da zumindest besser was aufnehmen kann. Ja, ich kriege das zum Beispiel nie hin. Aber ich versuche, wenn möglich, vor dem Essen mich irgendwie zu bewegen. Und sei es, dass ich, wenn ich jetzt nicht selber kochen kann, dass ich zum Restaurant oder wo auch immer die Treppe nehme, einen kleinen Umweg auch noch dorthin gehe und so weiter. Das bringt auch schon was. Ja. Dass es nicht so eine intensive Einheit ist, aber... Also, dass die Zuschauer und Zuhörer vielleicht auch wissen, okay, ja, ich kann Lactoferrin oral zuführen, aber ich habe auch die Mechanismen, die ich durch meinen Lifestyle beeinflussen kann, in Form von Bewegung. Und Bewegung ist wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt, jetzt nicht das, wo die Leute in die Hände klatschen und sagen, oh geil, ich kann mich noch mehr bewegen. Ja. Okay, du hast gesagt, Qualität zum Lactoferrin, dass es da einen Unterschied macht. Hast du dazu noch eine Folie oder Eindrücke, wie ihr das herstellt? Weil manche sagen jetzt, warte mal, Milch, da gibt es ja dann auch, die sagen, Milch ist nicht für Menschen gemacht. Warum soll ich denn jetzt Lactoferrin nehmen? Ich habe irgendwo eine Folie, aber eigentlich ist es recht einfach erklärt. Lactoferrin wird extrahiert aus Kuhmilch mittels Ion Exchange. Das heißt, das ist ein Ionenaustauscher, das ist
funktioniert faktisch wie ein ganz spezifischer Magnet, an dem wirklich nur Lactoferrin und Lactoperoxidase hängen bleiben. Also ein ganz sanftes Extraktionsverfahren und die Milch nachher, die schmeckt genau gleich, sieht genau gleich aus, also wird auch dann weiterverarbeitet, weil das Lactoferrin drin hätte eh keine Funktion, das heißt, da wird auch nichts, kein einziger Liter Milch verschwendet. Und bei der Molkerei wird das dann einfach von diesem Magneten getrennt, grob gefiltert und sprühgetrocknet. Weil jede Molkerei hat einen Sprühtrockner und dort wird mit Hitze getrocknet. Mhm. Und das ist insofern problematisch, weil, du hast ja gesehen, an diesem Schmetterling, dort bleiben, das bindet Teile von Bakterien und Viren und die hängen dann dort auch wirklich dran. Und das, was wir machen, also wir haben als erste Firma eine industrielle Anlage gebaut, die im großen Maß nach der Extraktion nochmal einen Prozess dran hängt, der deutlich nochmal mehr Aufwand ist und vom Investitionsvolumen auch mal nochmal mehr als doppelt so hoch. Das heißt, das ist etwas, wo ich auch verstehe, dass eine Molkerei sagt, mach, wieso soll ich das eigentlich tun? Ich kriege mein Lactoferrin ohnehin verkauft. Weil es ist wirklich aufwendig und es ist auch ein biotechnologischer Prozess, der einiges an Know-how auch verlangt. Und in diesem Prozess werden wieder Magnete und Filter verwendet, aber diesmal nicht, um das Lactoferrin zu binden, sondern um die Verunreinigungen zu binden. Das heißt, es gibt immer Resine, wie heißen die, es gibt immer Magneten, die ganz Bestimmtes anziehen. Und ich kann sogar Teile von Bakterien und eben Verunreinigungen vom Molekül damit entfernen. Und das, was auch wichtig ist, das, was kaum eine Molkerei macht, dass man es gefriertrocknet dann. Mhm. Dass keine Hitze verwendet wird bei der Trocknung von Lactoferrin, weil Lactoferrin ist eine Diva. Ist ein schöner Schmetterling und sehr empfindlich auf alles Mögliche. Also muss man auch richtig lagern und Ding und reagiert auch schnell mit irgendwelchen Verunreinigungen. Also man muss da sehr aufpassen von der Produktion bis hin zum fertigen Produkt, dass es intakt und aktiv bleibt. Mhm. Wie viel kriege ich aus einem Liter Milch raus? Dass man so als Relation mal hat? Er kommt ein bisschen darauf an, welche Jahreszeit, ob das Grass-Fed, also ob die vor allem Gras essen. Aber ungefähr würde ich sagen, kriegt pro Liter 50 Milligramm. Wahnsinn. Das ist nicht. Wie viel Lactoferrin ist denn die Empfehlung, wenn ich sie oral supplementiere? Ratsam. Gibt es da Referenzbereiche, Referenzwerte, mit denen ja, man arbeitet? Ja, also es gibt Studien, die schon einen Effekt auf das Immunsystem ab 80 Milligramm zeigen. Die Untersuchungen mit Eisenregulieren wurden mit zweimal 100 Milligramm pro Tag gemacht, also 200 Milligramm pro Tag. Dann für dann scheiden sich ein bisschen die Geister. Mhm. Rein wissenschaftlich, also mit bekannten Forschern, die haben gesagt, auch 500 Milligramm Lactoferrin ist für alles ausreichend. Wir sehen aber in der therapeutischen Erfahrung, und das ist jetzt gerade Gegenstand von einer von zwei großen In-vivo-Studien, die wir eigentlich machen, dass wenn Menschen beispielsweise wirklich ganz massive Verdauungsbeschwerden haben, also wirklich viele Nahrungsmittel nicht mehr vertragen und schon ganz viel ausprobiert haben, dann gehen wir auch mal mit Mengen von 2, 3 bis 4 Gramm pro Tag in der Therapie an solche Themen ran. Das machen wir bei zwei Indikationen. Also dann seid ihr bei Darmgeschichten, weil der Grund ist, Lactoferrin kann ja unterscheiden, gut, schlecht. Das heißt, die Daten von früher, dass man 800 Gramm Bakterien in seinem Darm hat, hat man ja überworfen und hat festgestellt, dass sind nur 200 Gramm und eigentlich nur 80 Gramm Trockenmasse. Kann man sich vorstellen, dass ein paar Gramm Lactoferrin
hier schon massive Auswirkungen auf das Mikrobiom hätten. Und da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und da Lactoferrin auch ein Entzündungsmodulator ist, testen wir gerade, wie es sich auswirkt in hohen Dosierungen bei Autoimmunerkrankungen. Also gerade bei MS, aber natürlich auch vor allem bei den Darm-Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn oder auch Colitis ulcerosa. Mhm. Okay. Wie gesagt, das sind Sachen, die wir testen, wo es einiges an persönlicher und auch von Freunden, die Praxen haben und Ärzten, hier sehr, sehr interessante Erfahrungswerte gibt. Aber grundsätzlich reicht Lactoferrin im Bereich zwischen 200 und 400 Milligramm pro Tag. Und die Aufnahme wäre dann quasi vorteilhaft vor dem Essen, um die Eisenaufnahme noch zu begünstigen. Es ist so, wir packen das Lactoferrin in eine magensäureresistente Kapsel, denn wenn sie im Magen, also in der Magensäure würde es ja aufgespannt oder denaturiert werden, und dann hat es zwar immer noch gewisse antibakterielle Eigenschaften, aber die Eisenregulierung würde zum Beispiel nicht mehr funktionieren. Und die Kapsel hält aber auch nicht ewig. Das heißt, bei manchen Menschen kommt es einige Stunden nicht zur Magenentleerung, und das wäre dann auch ein bisschen lang. Und wenn man so eine Stunde vor dem Essen einnimmt, dann wissen wir, dass zumindest mindestens eine Stunde später die Kapsel dann rausgeschoben wird. Mhm. Weil diese spontane Magenentleerung, die bei Menschen stattfindet, die findet bei manchen öfter statt und bei manchen einige Stunden gar nicht. Darum sehen wir die Stunden vor der Mahlzeit als einen optimalen Zeitpunkt an. Okay. Du hast ja jetzt auch gerade das Mikrobiom nochmal erwähnt. Und das wird in meinen Augen sehr häufig thematisiert. Klar, natürlich nach den Büchern Darm mit Charme und Co. ist das vielen ins Bewusstsein getreten. Okay, Darm hat was mit unserem Gehirn und Gesundheit zu tun. Aber ich habe noch in Erinnerung, als ich mich um das Thema Zähne mal mitgekümmert habe, dass ja der Mund schon das Tor zu unserer Gesundheit ist. Und wenn dir die Zähne halb verfault aus dem Gesicht fallen, dann ist das, da kannst du dich auch noch um dein Mikrobiom in deinem Mund kümmern. So Stichwort Parodontitis, weil da hatte ich auch Untersuchungen gefunden mit Lactoferrin. Habt ihr da Erfahrungen? Hast du da Erfahrungen? Ja, also Lactoferrin ist Teil der First Line Defense im Mund. Das ist eine der Aufgaben von Lactoferrin, dafür zu sorgen, dass die Mundflora intakt bleibt. Und da gibt's viele Untersuchungen dazu. Also ich habe vielleicht irgendwo sogar eine. Ja, das sehe ich. Hier sieht man, das waren 4 Wochen Anwendung, 2x50 Milligramm Lutschtablette Lactoferrin pro Tag. Und das sind alle Faktoren, die man messen kann im Mund. Also hier sieht man Probe in Pocket Depth, die Taschentiefe, ob das blutet, und dann Gingival Index, Entzündung und Plaque Index, wie viel Plaque, und Bleeding on Probing, ob das dann blutet, wenn ich das hochdrücke. Und hier eben die ganzen Entzündungsmarker, Tumornekrose Faktor Alpha und so weiter. Und man sieht, dass alle Faktoren in 4 Wochen massiv abgenommen haben. Also hier das Bluten auf Probe geht faktisch auf 0. Und Tumornekrose Faktor Alpha hier zum Beispiel, das wurde um einen Faktor 10 reduziert. Das ist nur ein Zehntel noch der ursprünglichen Menge da. Ich sehe Lactoferrin als eine der interessantesten Substanzen für den Mund überhaupt, weil es auch gewebegängig ist. Das ist ja oft das Problem, was ich immer mir im Mund tue, das kommt nicht in die Taschen. Und Lactoferrin kommt über das Zahnfleisch, erreicht es auch mit der Zeit entlegenere Orte. Und wird auch teilweise über die Mundschleimhaut resorbiert und geht dann von da aus bis ins Gehirn. Also das infiltriert mit der Zeit den ganzen Mundraum. Ich hatte gerade selbst die Thematik, dass ich aufgrund von einem Zahn, der mir falsch behandelt wurde, der mir immer wieder Probleme gemacht hat, habe mir dann gesagt, ja, da muss man eine Wurzelbehandlung machen, weil es ist wirklich, das dahinter ist entzündet. Mhm. Dann auch ein Fistel, wo ein Eiter rauskam. Und das habe ich jetzt mit Lactoferrin behandelt, und es ist fast weg.
Und schaue ich mal, ob ich die Wurzel von meinem Zahn retten kann, weil das ist eigentlich dann, der Zahn ist dann tot. Ich möchte eigentlich keinen einzigen meiner Zähne verlieren, aber es sieht ganz gut aus. Wie behandelst du mit Lactoferrin deine Zähne? Wir haben eine Lutschtablette entwickelt, erst seit kurzem. Also ich konnte es auch erst seit ein paar Wochen anwenden, die Probiotika und Lactoferrin miteinander vereinigt. Man kann aber auch eine Kapsel aufmachen und das dann richtig dort reindrücken, wo es gerade brennt. Das mache ich oft auch bei wenn ich Herpesbläschen habe oder so, durch eine Kapsel auf, drücke das einfach dann richtig dort drauf. Ich habe ja eure, die Lutschtablette hatte ich ja selbst geheimerweise schon von euch bekommen und ich hatte eine Zeit lang wie ein bisschen Zahnfleischbluten. Ich habe das erst so ein bisschen aufs Zähneputzen geschoben, aber da war auch scheinbar wie so eine kleine Entzündung. Und ich habe dann erst, bevor ich die Tabletten hatte, es gibt eine Zahnpasta mit Lactoferrin. Die kriegt man in der Apotheke. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da ist das schon besser geworden. Und mit euren Lutschtabletten war das dann gänzlich tatsächlich weg. Also das ist jetzt so meine subjektive Erfahrung. Und ich habe die jetzt auch schon einigen empfohlen, wo ich weiß, die haben arge Probleme mit den Zähnen. Und dann vielleicht die eine oder andere Folge, ich nenne es mal Folgeerkrankung. Man kann ja jetzt nicht kausalen Zusammenhang sagen, okay, der Zahn ist entzündet, deshalb hast du die Erkrankung. Aber da habe ich zumindest Feedback auch schon bekommen, dass das Zahnfleisch besser geworden ist. Also die Blutung zurück, ein Parodontitis findest du ja inzwischen auch in Bandscheiben und im atherosklerotischen Plaque. Die Frage ist ja immer, wie kommt das dahin? Gut, die Mundflora und was im Mund passiert, hat mit allen Erkrankungen zwingend was zu tun. Das geht gar nicht anders. Also wenn mein Mund Quelle ist von proinflammatorischen Substanzen und Bakterien, die wirklich systemisch translokieren, dann kann es nicht anders sein, dass das eine Auswirkung hat. Gerade bei Autoimmunerkrankungen und so weiter ist die Korrelation fast 100%. Also der Mund muss immer mitbehandelt werden. Und ich würde am Anfang starten immer mit einer professionellen Zahnreinigung beim Zahnarzt, um wirklich, Bakterien können ja Ablagerungen bilden, die wirklich schwer zu erreichen ist, auch für das Immunsystem. Ich würde das einmal sauber machen lassen und dann mit Lactoferrin und dann auch mal mit der Zahnseide da das Lactoferrin da in die Taschen raufdrücken, um ein bisschen das zu beschleunigen. Aber das hat bei mir jetzt auch, ja, also Fistel ist faktisch weg. Mhm. Und ich zeige es jetzt nicht in die Kamera. Es war hier, sieht man das, sieht man ein bisschen was. Wir waren ein Standbild draußen. Nein. Ich schicke dir dann die Vorher-Nachher bei der Zahnarzt. Nein, ich würde um die Wurzelbehandlung nicht herumkommen. Ja. Cool. Das schauen wir jetzt mal. Also ihr seht also auch nicht nur orale Zugabe über Kapseln, sondern es fängt im Mund an mit Lactoferrin, wo wir entsprechend, ich sehe es da auch wieder, ne, wenn wir gegen große Tiere in der Evolution gekämpft haben, dann haben wir vielleicht dort auch mal das Tier in irgendeiner Form, wenn es gefährlich wurde, reingebissen. Und da hat der Körper dann schon Lactoferrin zur Verfügung gestellt. Arme wurden bewegt durch Kampf und sagt, okay, jetzt kommt irgendwas, was nicht ganz koscher ist, stellen wir Lactoferrin zur Verfügung. So habe ich es mir dann immer so versucht zu erklären, dass der evolutionäre Hintergrund. Die Menschen sagen immer, ach ja, wenn Lactoferrin so wichtig wäre und wenn Lactoferrin die Lösung ist, warum produziert es dann der Körper nicht selber mehr? Weil der Körper wusste nicht, dass wir jetzt, weiß es immer noch nicht, dass wir in einer modernen Welt leben. Und Lactoferrin ist vor allem wichtig am Beginn des Lebens. Und dann lernt unser Immunsystem und wird viel effizienter als Lactoferrin. Also unser Immunsystem lernt zum Beispiel, aha, den Virus hatte ich mal, produziere ich Antikörper und beim nächsten Mal kommt der gar nicht mehr erst rein. Also dann bin ich wirklich komplett geschützt und so effizient wirkt Lactoferrin nie. Lactoferrin ist nur für die ersten, ja,
um das grob in Schach zu halten. Und heutzutage in einer modernen Welt sind wir halt auch wieder ein bisschen wie kleine Kinder. Wir sind eigentlich diesen ganzen modernen Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen schutzlos ausgeliefert. Und da macht es vielleicht doch wieder Sinn, diesen Universalbeschützer vom Anfang unseres Lebens nochmal hinzuzufügen. Denn aus evolutionärer Sicht hätten wir ein immunologisch kurzes, aber intensives Leben haben sollen, aber dann werden wir auch keine 50 Jahre alt, wenn wir laut Evolution handeln. Wir werden aber auch nicht krank, nicht? Aber ich möchte ja nicht krank werden und trotzdem alt werden und dann. Fit in die Kiste. Okay, hast du noch weitere Folien? Also vielleicht noch, was denn die Schlussfolgerung daraus war. Haben, was wir gemacht haben im Produkt, das jetzt auch wieder wie die Lutschtablette in der Apotheke verfügbar ist, das heißt Iron, dort haben wir Curryblatteisen kombiniert. Warum? Dass eine gewisse Menge an Eisen da ist, das nicht reagieren kann und das trotzdem von allen aufgenommen wird, auch wenn es nicht gut aufgenommen wird. Also das heißt, ein Teil dieses Curryblatteisens geht einfach wieder raus, das kann man nicht verhindern. Aber zumindest ein guter Teil wird resorbiert und zusammen mit Lactoferrin haben wir, denke ich, eine sehr, sehr effiziente Kombination geschafft. Und Vitamin C aus Hagebutten fördert nochmal die Aufnahme. Und da sind jetzt da, also hier sieht man nochmal ein schematisches Bild, wie man denkt, dass pflanzliches Ferritineisen aufgenommen wird, weil man den Mechanismus noch gar nicht kennt, weil es unabhängig ist von Hämeisen aus Blut und von anderen Formen. Das heißt, das Gute an Curryblatteisen ist, es wird einfach immer ein bisschen resorbiert, egal von wem. Und das sind Untersuchungen, die mit Vorsicht zu genießen sind, weil es sind nur eine Handvoll Leute, die von einem sehr bekannten Arzt untersucht wurden. Die waren eigentlich so normal, die kamen jetzt nicht mit Eisenmangel-Symptomen. Aber wir konnten in dieser kleinen Gruppe schon mal zeigen, dass wir in der Kombination von Lactoferrin und Curryblatteisen 516% in 30 Tagen hatten, was Ferritinwerte angeht. Und das Gleiche, wie schon in den Studien zuvor, konnten wir zeigen, dass Interleukin 6, das ist ein Entzündungsmarker, der eigentlich der Hauptakteur ist in Eisenverteilungsstörungen, dass der reduziert wurde um 23%. Bitte, das sind kleine Untersuchungen, die wir, die Ärzte für uns gemacht haben. Das ist keine randomisierte, placebo-kontrollierte Crossover-Studie. Das heißt, das kann man auch belächeln. Ich wollte es nur mal zeigen, dass wie wir arbeiten daran, auch an unabhängigen Daten und ja. Wie ist es denn jetzt mit der Dosis? Wenn man jetzt zum Beispiel von Vitamin D spricht, kann ich ja über einen Melz-Rechner dann, ich messe einen Vitamin D-Spiegel, kann dann schauen, auf welchen Wert möchte ich hochgehen und passe meine Supplementierung an. Oder Omega-3-Index schaue ich. Ich bin halt ein großer Freund von den 3 M's, messen, machen, messen. Und du hast am Anfang gemeint, dass die Eisendiagnostik sehr komplex ist. Nehme ich jetzt einfach eine Menge an Eisen und guck mal, was in einer Woche und in einem Monat rauskommt? Oder kann ich das auch detailliert supplementieren? Das Gute an Lactoferrin ist, ich kann nichts falsch machen. Das heißt, ich kann auch mehr supplementieren und Lactoferrin würde Eisen regulieren. Das heißt, auch wenn die Ferritinwerte zu hoch sind, reguliert es diese nach unten. Und ich betreue indirekt oder ich habe auch mit Profisportlern zu tun, obwohl ich selber kein großer Anhänger bin vom Profisport, aber aufgrund meiner Expertise komme ich immer mal wieder in Kontakt mit den Leuten und sogar bei Individualsportarten im Profisport ist es für mich extrem schwierig, die Leute und die Ärzte dazu zu bekommen, mir alle Laborparameter zu liefern, sodass ich richtig die Eisenwerte kontrollieren und optimieren kann. Brauche ich aber nicht, weil, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich gebe einfach Lactoferrin. Dann weiß ich, okay, ich komme in keine Eisenmangelanämie und zusammen mit dem Curryblatteisen gebe ich ein bisschen
gewisse, eine substanzielle Menge an Lactoferrin und sollte das dann mal zu viel werden, wird es durch Lactoferrin ohnehin reguliert. Das sehen wir aber bis jetzt nicht. Und das ist das Gute, dass nicht einfach dieses ganze Kopfweh-Thema Eisen, vor allem im Sport, dass ich denke, oh, müsste eigentlich das noch messen und vielleicht ist es das und ist zu viel und dann gebe ich es intravenös und habe ich einen Ferritinwert einmal von 700 und alle diese Kopfweh-Sachen mit Eisen kann ich eigentlich mit Lactoferrin ausmerzen. Und okay. Ja. Ich denke, dass in ein paar Jahren, das ist jetzt alles neu, das sind neue Produkte, die gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen, aber ich denke, dass in ein paar Jahren wird Lactoferrin im Profisport Standard sein und das ist eine der limitierenden Faktoren auch für Leistung. Okay. Ich glaube, dem Zuschauer und dem Zuhörer ist die Bewandtnis erstens von Eisen begreiflich geworden. Auch die Unterschiede, Hemmeisen, pflanzliches Eisen und Lactoferrin. Ich bin halt mal auch ein großer Freund der Evolution, weil alles, was unser Körper kann, hat eine gewisse Bewandtnis. Und wenn wir ihn nicht mehr so nutzen, für was er gemacht ist, kriegen wir auf Dauer vielleicht das ein oder andere Problem. Ja, das Problem ist, die einen gehen gar nicht mehr jagen, aber die bewegen sich gar nicht mehr. Und im Profisport haben wir halt oft ein bisschen zu viel. Ja. Also für Triathlon sind wir jetzt auch nicht unbedingt gebaut. Also mal schon, aber nicht so das ganze Jahr und immer. Also ich sage nicht, dass das dann ungesund ist, aber man muss einfach, wenn man solche Intensiv- und Ultrasportarten macht, muss man sehr genau darauf achten, dass die Supplementierung und auch mit Aminosäuren und so weiter, dass das alles immer optimal vorhanden ist. Dann. Also ich glaube, gerade weil du auch sagst, Ultrasport, ich hatte damals mal einen Vortrag über Darmgesundheit bei einem Marathon gehalten, auch über Ultraläufer. Und da habe ich halt gesagt, hatte ich rausgefunden, 8 von 10 Leuten haben Blut im Stuhl. Da dachte ich, da stehen die auf und sind ganz, ganz überrascht. Da sind dann Leute danach zu mir gekommen und sagt, ja, du, das ist den Sportlern schon bekannt, dass die massive Belastung auch zu Darmproblemen führen kann, spricht bloß keiner drüber. Die waren da echt happy, dass ich da auch mal in Anführungsstrichen über Stuhlgang gesprochen habe und Blut im Stuhl, Medikamentenmissbrauch. Das sind halt wirklich Themen, die sind jetzt nicht Mainstream und werden auch nicht beim Weihnachtsessen ausgepackt. Das, ja, aber gut, dass wir mal darüber sprechen, weil. Und ich meine, wir haben ja immer den therapeutischen Aspekt im Fokus, was man aber auch sagen muss, gerade den Damen ja, ist die Information oft sehr erfreulich für sie. Das Eisen ist auch ein limitierender Faktor bei Haut, Haare, Nägel, also Zellteilung, Erneuerung. Und ich hatte auch schon Patienten, die gesagt haben, ja, das Symptomatik ist nicht so massiv besser geworden. Aber ich habe schon mal gesagt, meine Nägel wurden besser. Und also Lactoferrin hat eine Auswirkung auf Beauty. War auch schon mal angedacht, also ich glaube, dass es auch irgendwann vor allem seinen Weg in die Kosmetikindustrie finden wird oder halt als Beauty-Produkt verkauft wird, weil es wirklich nachhaltig den Eisenhaushalt reguliert. Und das ist der Knackpunkt, wenn es um schöne Haut, Haare und Nägel geht. Wenn was hängen bleibt aus diesem Gespräch, dann Beauty. Ja. Daniel, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar, wie setzt du denn für dich deinen Lifestyle um, dass du auf deinen Eisenwert Acht gibst? Ich muss mal vorausschicken, ich messe nie, gar nicht, weil ich an Quantenphysik glaube und also ein bisschen eine eigene Geschichte. Aber ich glaube nie, dass Eisen bei mir ein Problem ist, weil ich wirklich Unmengen an Meeresgetier esse. Also ich esse wirklich viel Fisch und auch Algen und ich nehme relativ regelmäßig Lactoferrin. Also ich würde sagen, jeden dritten, vierten Tag oder so nehme ich Lactoferrin. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich würde das auch merken, weil ich bin sehr, ich arbeite sehr viel, ich mache sehr viel, ich lese sehr viel, ich mache sehr viel Multitasking.
Und wenn ich da weniger fit bin, also ich würde einen Eisenmangel, würde ich relativ schnell merken. Mhm. Das ist einfach von der Konzentration und Ausdauer her. Und ich merke auch, wenn ich keine optimalen Eisenwerte habe, ich bin dann zwar nicht in einer Anämie, ich merke dann schon, aha, okay, jetzt solltest du vielleicht wieder ein bisschen mehr Lactoferrin nehmen. Das merke ich dann tatsächlich auch in meiner Leistungsfähigkeit. Wie machst du das mit dem Fisch? Also, dass wir auf nachhaltigen Fischfang, MSC, ASC und Co. achten, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Aber wie setzt du das um? Weil da schwingt ja sehr häufig auch mit, ja, Fisch ist doch alles Schwermetall verseucht und Co. Wie machst du das mit deinem Meerestier- und Fischverzehr? Also grundsätzlich muss man bei Fisch sagen, dass es viel gefährlicher ist, keinen Fisch zu essen als belasteten Fisch. Und die Schwermetallbelastung im Meer hat eine ganz eigene Bewandtnis, weil im Meer kommen auch gleichzeitig viele Binder oder Chelatierer von Schwermetallen vor, wie zum Beispiel Selen. Und bei den meisten Fischen ist der Selengehalt deutlich höher als der Schwermetallgehalt. Und bei den meisten Fischen, gerade bei den Zuchtfischen, auch wie bei Zuchtlachs, ist die Schwermetallbelastung fast null. Und diese spezielle Form von Quecksilber, die auch, wie gesagt, mit dem Selen sich dann verbindet, wird teilweise spekuliert, dass wir sie kaum bis gar nicht aufnehmen können. Und Studien haben gezeigt, an älteren Leuten, die viel Fisch gegessen haben, und dem wurde im Postmortem deren Gehirn dann nochmal untersucht, und die haben festgestellt, ja, die hatten ein bisschen mehr Schwermetall im Körper, also das lagert sich schon ein bisschen an, hatten aber viel, viel, viel weniger degenerative Erkrankungen als die weniger Fisch gegessen haben. Das heißt, ja, man kriegt über den Fischkonsum ein bisschen Schwermetalle, die wahrscheinlich kaum gefährlich sind, aber es gibt schon so 2-3 Fischarten, die man nicht in großer Menge konsumieren sollte. Dazu gehört Thunfisch, Schwertfisch und ein paar Fischarten, die wir bei uns eigentlich nicht essen, wie Haie und so weiter. Die haben wirklich, wirklich hohe Werte, wo ich sagen würde, oh, da würde ich von regelmäßigem Konsum abraten. Also gerade etwas, was bei uns so ein bisschen zu oft gegessen wird, ist dieser Dosenthunfisch, der da auch von der Innenlackierung der Dose nochmal Plastik verseucht ist. Also das würde ich reduzieren. Und sonst gerade Kleingetier, Muscheln, Garnelen, Zuchtfische sind... Also bei Zuchtfischen kommt ja dann sehr häufig, also ich esse auch Zuchtfische, wie Zuchtlachs, aber auch Wildlachs, und ich gehe einfach die ganze Fischtheke durch, was so heimisch ist. Aber da kommt sehr häufig das Argument, ja, was ist mit Antibiotika? Weil du hast ja auch gesagt, du hast dich mit Antibiotika beschäftigt. Zuchtlachs oder überhaupt Zuchtfische und Antibiotika-Einsatz, ist es dann so ein bisschen Pest oder Cholera? Es kommt ein wenig drauf an. Also es gibt bestimmte Zuchtmethoden, die in sauberen Fließgewässern stattfinden, die überhaupt gar keine Antibiotika verwenden. Also gerade auch die Fischzucht in Norwegen ist hochtechnisiert und die benutzen auch faktisch keine Antibiotika mehr. Das hängt sehr davon ab, wo der Fisch gezüchtet wird. Auch bei uns, also gerade wenn ich jetzt in Österreich oder Deutschland, in Österreich gibt es zum Beispiel den Alpenlachs an Rekordmengen an Omega-3-Fettsäuren und gar keine Antibiotika-Belastung. Das hängt noch ein bisschen, also an der Art der Zucht. Aber ja, klar, ich würde jetzt, wenn da steht Fischzucht Bangladesch, Tilapia und Pangasius und Co. Aber sogar, ich habe das auch schon gegessen. Und wie gesagt, das sind billige Fischarten, und ich würde sogar jemanden raten, der natürlich abends, der nur die Möglichkeit hat, solchen gezüchteten Fisch zu essen, dass das sogar gesünder wäre, als keinen Fisch zu essen. Aber bitte das ganze Ethische nochmal ein bisschen über Fischung der Meere, das jetzt mal ausgeblendet. Aber keine großen Gedanken machen. Okay, also da teile ich deine Meinung. Kein Fisch essen ist in meinen Augen auch immer noch das größere Risiko als
sich da eine Platte zu machen wegen Schwermetallbelastung. Das ist individuell, aber bitte vernachlässigt nicht eure Omega-3-Aufnahme. Gerade was EPA und DHA angeht, das kann auch nach hinten losgehen. Okay, Daniel, ich glaube, wir sind ein bisschen über die Zeit gegangen, aber für die Zuschauer und Zuhörer, falls ihr noch dran seid, Daniel, deine drei Tipps, um ein gesundes, vitales Leben zu führen. Meine drei Tipps. Ja, also in jedem Fall, dass ich Intensivsport hat, aber spazieren gehen und so weiter, das reicht tatsächlich schon aus. Aber wirklich täglich schauen, dass man die Bewegung als ein notwendiges Element einbaut, auch um kreativ sein zu können und um arbeiten zu können. Das ist ganz wichtig. Dann selber kochen. Das kommt man auch nicht herum. Selbst wenn ich in Zeiten, wo ich kaum Zeit hatte, selber zu kochen oder unterwegs war, selbst wenn ich mich wirklich bemüht habe, in den Restaurants mich artgerecht zu ernähren, habe ich gemerkt, das geht, weil die verwenden nicht die Oliven oder die verwenden nicht die frischen Kräuter und so weiter. Also selber gesund und frisch kochen ist ein ganz wesentliches Element. Und was das drittwichtigste, oh, da gibt es ganz viel. Das sind nur drei Sachen. Ja, eine gewisse psychische Hygiene zu betreiben, aber da kann ich keine standardisierten, einfachen Tipps geben. Aber vielleicht gut schlafen, Licht am Abend, Blaulichtfilter zu verwenden. Cool. Oder ich würde vielleicht in die Kirche zu gehen. Ja. Ich habe bezüglich Kochen, habe ich mal fix aus dem Regal gezaubert. Das ist jetzt das Wirkkochbuch. Bist du ja mit Outdoor. Und kann ich auch jedem empfehlen, nicht nur das Wissen, was drinsteht, sondern auch die Rezepte. Meine Freundin, als ich das damals das so ein Schokomousse draus gemacht habe, sie hat letztens erst wieder gesagt, sie hat noch kein besseres Schokomousse selbst gemacht, gegessen, als das aus dem Wirkkochbuch. Ja. Ich muss auch erwähnen, es kommt in ein paar Wochen die komplett überarbeitete, erweiterte Version. Mhm. Also es ist eigentlich nochmal ein komplett neues Buch, weil wir haben alle Rezepte und wir sind nur komplett neue Rezepte, ergänzte Kapitel, ein paar Sachen überschneiden sich, aber da kommt noch eine gebundene, sehr dicke Ausgabe in den nächsten Wochen raus unter dem Titel Werde wieder Mensch. Das ist sehr schöner Titel. Kommt natürlich in die Shownotes und in die Videobox, sodass ihr das entsprechend dann auch euch einverleiben könnt. Genau. Daniel, in dem Sinne bleibt eigentlich nur noch vielen, vielen lieben Dank dir auszusprechen für das viele Wissen, für deinen Tatendrang, auch Lactoferrin in der entsprechenden Qualität zur Verfügung zu stellen. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Menschen kennt, die Thematik Eisen, die sehr blass sind, also auch Symptome von Eisenmangel zeigen, vielleicht auch einen Ernährungsstil an den Tag legen, wo man im Hinterkopf den einen oder anderen sagt, ach, da könnte vielleicht Eisen ein bisschen Mangel werden. Schaut euch die Folge komplett an. Wenn ihr Fragen habt, nehmt Kontakt gern mit Daniel auf und teilt das Video, sodass wir Gesundheit noch für mehr Menschen zur Verfügung stellen. Daniel, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise. Und dann wünsche ich uns allen einen wunderschönen Tag. Ciao. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit.
Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.